City. Ja! Ab in die Verlängerung, es war 3-0! Jawoll! Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal Game Axel. Heute kommen wir zu einer neuen Reaction. Und zwar gibt es heute eine weitere Bundesliga-Reaction. Und zwar reagiere ich heute auf die Top 10 Tore der Saison 23-24. Ja, lasst gerne allen kostenlosen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Das Ganze ist von Sport 1 vor 2 Wochen. Zweite Bundesliga. Auch wenn hier Bundesliga steht. Lass uns reingehen! Die Antwort war. Okay. Ja! Schon mal ein geiler Und Pass. Wie? Magdeburg-Hertha 4-4 war ein sehr wildes Spiel. So! Oh, geiles Tor! 5-4. Das Tor habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen bis jetzt. Traumtor nennen und Traumspiel für die Zuschauer. Erstmals macht Magdeburg 5 Tore in einem Zweitligaspiel und dann solche. Und das Ganze nach 4-mal Rückstand. 5-4, 68. Minute. Das Spiel ist ja 6-4 am Ende geendet. Die zweite Hälfte, Dardai reagierte, brachte okay, Hertha Riese, Tabakovic und Christensen für Previa, Scherhand und Winkler und auf einmal die Hertha mit viel mehr Biss. Rieses Einwurf bekommen die Lauterer nicht aus der Gefahrenzone. Der Ball kommt zu Niederlechner. Wow! 49. Berlin mit dem 1:1 dank eines Geniestreichs von Florian Niederlechner. Geiles Tor. Zweimal hat Lautern die Chance, die Situation zu bereinigen, aber die Hertha bleibt stabil über Kenny. Kommt die Kugel zu Niederlechner und der mit dem Traumtor. Niederlechner aktuell on fire. Für den 33-Jährigen ist es das 6. Saisontor. Alle 6 schoss er in den letzten 4 Spielen. Hansa bestimmte das Spiel. Die besseren Momente nach vorne hatten aber die Gäste. 22. Minute, Neumann. Rostock rechnet mit der Flanke, aber nicht damit. Markus Kolke und das Überraschungsei. Und klar. Er sieht da natürlich alles andere als gut aus, der Rostock-Keeper, aber ein richtiger Torwartfehler ist das für mich nicht. Wo sollst du da anders stehen als Torwart? Wie sollst du da noch rankommen? Kolke wähnt den zwar zu hoch, hebt deswegen nicht die Arme, aber auch so wäre da keiner rangekommen bei diesem Ding von Phil Neumann. Ob der den genau so wollte oder der Ball eigentlich für Tresoldi in der Mitte gedacht war, ist auch nicht ganz so ersichtlich. Wenn Absicht, dann aber natürlich absolut genial vom 96-Verteidiger. 7. Ecke für den HSV. Eine Führt Aufgabe gegen für HSV. Benesch. Kurz ausgeführt ins Halbfeld. Oh, ich rieche was. Auf Miro ja. Moheim. Wow! Geiles Tor. Für den HSV. 56. Spielminute. Ein überragendes Tor vom Linksverteidiger. Viel Platz natürlich, aber den musst du dann auch erst einmal so versenken. 5. Saisontor, Topwert aller Verteidiger in Liga 1 und 2. Ja, da staunen auch die Kollegen. Ja, da kann man staunen. 3 Tore nach Ecken zum ersten Mal in dieser Saison in einem Zweitligaspiel. Nächste Ecke, diesmal wieder für Lautern. Und aufgepasst, Logo wieder drin. Jo! Simakala, was Ach, ein Traumtor. 2:2, Minute 78. Simakala, der die Osnabrücker letzte Saison mit 19 Toren in die zweite Liga schoss, trifft seinen Ex-Verein mitten ins Herz. Mit 117 Stundenkilometern rein ins Glück. Was ein Irrsinn hier in der zweiten Hälfte. Und was ein wunderschönes Tor von Simakala. Kommt noch irgendwas mit KSC-Beteiligung? Gute Stunde jetzt vorbei. Und aufgepasst, Bühne frei für Skripski. Nee! Unfassbarer Ach. Treffer, 61. Minute. Steven Skripski, woher kann der plötzlich Fußball spielen? Die 2:1 er war so scheiße aus ziemlich genau 50 Metern Torentfernung. Sein 50. Tor in Liga 2, vermutlich sein schönstes. Keeper Hut sieht natürlich unglücklich aus in dieser Szene, steht zu weit vor seinem Kasten, aber auch einfach ein Geniestreich von Skripski. Da muss auch Marcel Rapp
grinsen. Ja, richtig gute Freischussposition. Und da steht wieder Ritter, ja, den kenne ich von Marlon Ritter, wie er den dann reinhört. Durchgeatmet und voll reingeschweißt. Ja. Marlon, bum, bum, Ritter. Was eine Bude. 39. Minute, der FCK war wieder da. Und wie das Ding sollte es in jedem Geisterslautern Huren schaffen. Hey. Wundervoller Freistoß. Einfach nur zum Genießen. Den hält dir dann auch kein Torwart der Welt. 1:1 kurz vor der Pause. Und so Junge, der ist unhaltbar. Pfälzer Erlösung aus. Ich überlege gerade, ob Kastel ein richtig, richtig geiles Tor hatte. Gegen Holstein Kiel sollte es dann bitte eine Note dann frei. Oh, führt gegen HSV. Kurz ausgeführt und Konzbruch lässt es ebenso krachen wie Muheim. Nie gesehen auf der dieses anderen Tor. Seite. Na, da hat er scheinbar ganz genau hingeschaut. Erstes der hat bei Muheim zugeguckt. Für Jermaine Konzbruch eingewechselt wurde er von Zorniger. Und dieser Schuss, der sich perfekt oben rechts reindreht. Im zweiten Durchgang. Nicht mehr der Punch aus Halbzeit 1. Schlimmer Fehler hier, Elvedi. Und Riese. Jetzt Vorhang auf für die große Show des Fabian Riese. 67. Minute, wow. Die große Riese-Magie. Junge, Digga, dieser Typ ist so geil. Ab in die Kurve zum Feiern. Er ist ihr Idol, ihr Kapitän, ihr Held hier in Berlin. Einer, den sie verehren, auch wegen Szenen wie dieser. Elvedis Patzer öffnete Tor. Die Tür für das nächste Traumtor in diesem Spiel. Raschel bekam die Freifahrt im Karussell. Elvedi rückte viel zu spät raus. Riese kam, sah und traf. Nach Ritters Geniestreich der nächste Knalleffekt in dieser Partie. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. So, das war's aber auch vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Checkt sehr gern Vergesslicher und Kolos ab. Und ciao, Kakao.